Sciotti Artworks sind uns natürlich allen ein Begriff, zuletzt veröffentlicht von Nameless als großartiges Cover von Tanz der Teufel, dann auch noch dazu als wirklich cooles Cover von Evil Dead, dem Reboot, Remake, whatever, aber natürlich auch für andere Klassiker verwendet. Und so ist Waxwork eines der Sciotti Artworks, wo ich ehrlich gesagt ursprünglich eigentlich der Meinung war, es gefällt mir gar nicht einmal so, dass ich es unbedingt haben muss. Aber dann kam der zweite Teil mit einem Artwork, das ich tatsächlich unbedingt haben musste. Und deswegen musste natürlich dann auch das Mediabook von Waxwork in die Sammlung. Aber bevor wir noch einmal anfangen, uns das Mediabook von Waxwork näher anzuschauen, bevor ich euch zeige, was da drinnen ist und sonst was, habe ich noch eine kurze, klitzekleine Frage an Nameless. Liebe Leute von Nameless, geht's euch eigentlich noch gut? Seid ihr irgendwie an dem Tag, wo ihr diese depperten Waxwork-Mediabooks gemacht habt, in der Früh vor den Bus gerannt? Was zum Teufel! Wie kann man es schaffen, dass man Mediabooks hat mit dermaßen grenzgenialen Frontcover-Artworks und dann geht man her und leert auf dem Spine die absolute Latrine aus? Ganz ehrlich, ist es wirklich zu viel verlangt von einem Label, dass man, wenn man zwei Teile aus einem zweiteiligen Franchise veröffentlicht, man verdammt nochmal darauf aufpassen kann, dass die verdammten Bildelemente auf dem verdammten Spine so ziemlich ähnlich auf derselben Stelle sind. Ich meine, ihr habt es ja nicht einmal fertig gebracht, euer eigenes gottverdammtes Logo gleich groß aufzudrucken. Nein, Waxwork steht da, Waxwork 2 steht da. Das sieht wirklich super aus im Regal. Ganz große Klasse. Hättet ihr ganz ehrlich, wenn ihr es schon so tolle Sachen macht, vielleicht nicht noch dran denken können, dass man beim zweiten Teil den Titelschriftzug vielleicht in die andere Richtung rumgedreht schreiben könnte oder sonst irgendwas. Ganz, ganz ehrlich. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn irgendjemand von Nameless dieses Video sieht, sich schnell mal einen neuen Lautsprecher kaufen geht und mir dann in die Kommentare schreibt, was habt ihr euch dabei gedacht? Weil ich wage jetzt einfach, euch einmal zu unterstellen, ihr habt euch etwas dabei gedacht. Anders geht das nicht. Aber wie kann man mit seinen Gedanken dermaßen ins Klo fahren und dem Sammler, der 30 Steine pro Mediabook in eure Rachen stopft, derartig in die Suppe spucken? Das ist unfasslich. Das ist in meinen Augen entsetzlich. Das ist eine Frechheit am Sammler. Und eigentlich sind diese Spines für mich ein Grund, diese beiden Mediabooks zu den Flops des Jahres 2017 zu zählen. Das ist so schade. Vor allem, es gibt Mediabooks, die sind von vorne bis hinten grottenschlecht. Da erwartet man sich auch nichts. Da denkt man sich, ja, okay, gut. Das nächste Frontcover von Sinister Range ist unscharf. Ja, gut. Kann man nicht mehr wirklich überrascht sein. Aber ihr macht normal gute Arbeit. Ihr macht hier auf dem Frontcover verdammt gute Arbeit. Und dann haut man das auf so eine Art einfach weg? Warum? Verdammt nochmal, warum? Aber gut. Wenn ich mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt habe, können wir quasi uns um Sciottis Artwork von Waxwork 1
kümmern. Das war eben wirklich das Artwork, wo ich gesagt habe, einerseits brauche ich die Büste davon definitiv nicht und andererseits wollte ich wirklich nicht einmal das Mediabook haben. Ich liebe die Artworks von Enzo Sciotti, aber das ist eines, was mir persönlich irgendwie nicht so gut gefällt. Ich meine, der typische Titty-Twister-Marktschreier vom Waxwork-Haus sieht hier wahnsinnig cool aus. Der untere Teil mit der Einladung in das Haus ist relativ cool. Sciotti hat ja schon bei Tanz der Teufel unter Beweis gestellt, dass er gerne seine Artworks mehr oder weniger nicht als durchgehende Szenerie, sondern als Collage inszeniert. Aber irgendwie diese quasi spiegelscherbenartige Sache hier oben mit den verschiedenen, teilweise nur teilweise zu sehenden Gesichtern, gefällt mir einfach nicht. Gezeichnet ist es wunderschön. Da gibt's natürlich bei einem Sciotti nichts zu sagen, aber das Motiv ist jetzt wirklich nicht unbedingt meins. Dann geht's hier weiter mit dem Backcover. Da haben wir quasi einen Teil vom alten Original-Motiv des Films. Außerdem unten ein paar Bilder. Die individuelle Limitierungsnummer 999 Stück gibt es von dem Mediabook, in meinem Fall Nummer 559. Die ganzen technischen Details hier, muss man echt sagen, auch wenn das Backcover jetzt nicht in einer Tour gestaltet wurde wie das Frontcover, es macht optisch durchaus was her, ich finde es nicht schier. Drinnen dann, was ich wiederum ziemlich genial finde, als durchgehendes Innenartwork gewählt, ein Ausschnitt eben aus diesem alten Motiv, das eben auch hinten hier drauf ist, damit betreibt man natürlich bei Nameless wieder mal absolut schamloses Materialrecycling, muss man auch dazu sagen, weil dieses Bild ist hier, hier und dann noch einmal in Auszügen als komplettes Innenartwork. Ich meine, was ich sehr, sehr cool finde, wenn man sich dieses Artwork ansieht, was mir eben persönlich sehr, sehr gut gefällt, und dann die Version, die hier als Innenartwork verwendet wurde, natürlich merkt man, dass das Ganze nicht absolut perfekt punktscharf mehr ist, aber es ist auch wirklich überhaupt nicht unscharf oder sonst was. Also das macht de facto als Innenartwork auf jeden Fall was her. Kapitel 2 vom schamlosen Materialrecycling. Das Frontcover-Artwork ist gleichzeitig auch das Booklet-Frontcover, ist gleichzeitig auch das Disc-Artwork. Dabei kann ich auf keinen Fall böse sein wegen Frontcover und Disc, das passt für mich irgendwie zusammen. Aber ganz ehrlich, wenn man schon quasi zwei verschiedene Cover-Artworks hat, hätte man ja zumindest das alternative Cover-Artwork aufs Booklet klatschen können, wenn man schon nichts Eigenes dafür machen will. Dafür gefällt mir von der Aufmachung her irgendwie wie, jetzt von der, mit der Ausnahme von der Schrift her, aber irgendwie wie eine alte Zeitung oder irgendwie eine alte Enzyklopädie fast, wie das Ganze hier aufbereitet ist mit diesen grauen, mit Blutstropfen versehenen Seiten und den einzelnen Bildern aus dem Film mit Text von Nando Rohner. Das gefällt mir richtig gut. Also das Booklet an sich wurde wirklich toll gestaltet, toll aufbereitet. Das Mediabook an sich ist in diesem Fall für mich wirklich eine Enttäuschung. Das Frontcover kann natürlich niemand was dafür, dass es nicht mein Stil ist, aber das, was man da mit diesen Spines verbockt hat, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich das eher beim Review von Waxwork 1 oder 2 dazu sagen muss, weil eigentlich ist es ja so, dass der erste Teil zuerst angekündigt wurde und der zweite Teil dann danach kam, aber trotzdem ist es absolut furchtbar. Also wer den Film unbedingt im Mediabook haben will, greift zu. Alle anderen kann ich in dem Fall nur sagen, leider nein.